Während die Bewohner des südlichen Ecks des Bezirkes Braunau schon immer stark nach Salzburg tendierten, locken nun die niedrigeren Grundpreise immer mehr Salzburger ins grenznahe Oberösterreich. Kein Wunder bei nur rund 30 Kilometern Entfernung. So erwacht eine ganze Region langsam aus ihrem Dornröschenschlaf. St. Pantaleon im südlichsten Zipfel des Bezirks Braunau, des westlichsten Bezirks Oberösterreichs an der bayerischen Grenze. Politisch gesehen oberösterreichisches Hoheitsgebiet, geografisch gesehen Salzburger Einzugsgebiet, irgendwie ein Niemandsland mit gespaltenen Seelen als Bewohnern. Als was fühlen Sie sich eher, als Salzburger oder als Oberösterreicher? Wir sind jetzt seit 10 Jahren da und eigentlich als Salzburger. Oberösterreicher. Eigentlich beides. Warum? Genau. Ja, wenn wir an der Grenze sind. Wenn wir spazieren gehen, sind wir in Salzburg. Und wenn wir umgehen über die Mosach, sind wir in Oberösterreich. Ja, ich bin eigentlich Salzburger und ich fühle mich als Österreicher. Nein, wir sind da hergezogen vor 7 oder 8 Jahren. Diesen Trick, die teuren Miet- und Grundstückspreise in Salzburg zu umgehen, haben in den vergangenen Jahren an die 1000 Salzburger angewendet. Selbst der umtriebige Bürgermeister ist als Salzburger vor 10 Jahren aufs Land gezogen. Das war erstens die eigene Situation, sprich Wohnungsnot. Zweitens das Preisgefüge damals, so wie heute in der Stadt Salzburg. Wir haben einen Quadratmeterpreis 700 Schilling, speziell für den Einfamilienwohnbau. Wenn man hier den Vergleich zieht mit Umland Salzburg, dann gehen die Preise zwischen 1200 bis 4000 Schilling. Zahlreiche neue Reihenhäuser und Mietwohnungen zeugen von der regen Bautätigkeit. Ein weiterer Pluspunkt der Region ist, dass Salzburg verkehrsmäßig immer näher rückt. Erst Anfang Dezember wurde die Nahverkehrsdrehscheibe im benachbarten Trimmelkamm eröffnet. Die 6 Gemeinden der Region, St. Radegund, Tarsdorf, Franking, Haigermoos, Ostermieting und St. Pantaleon, haben die Chance erkannt und zusammengezahlt, um das 20-Millionen-Schilling-Projekt zu verwirklichen. Der Bahnhof ist gleichzeitig Busterminal und es wurden 50 Parkplätze geschaffen, um das Einpendeln nach Salzburg so angenehm wie möglich zu machen. Wir haben erstens fast jede Stunde eine Zugverbindung, wo man von hier in die Stadt Salzburg in 35 bis maximal 45 Minuten fährt. Und vor allem, was attraktiv ist, ist die Tatsache, dass ich bis knapp vor Mitternacht einen Zug nach Salzburg und von Salzburg habe und die erste Verbindung bereits um 5 Uhr. Auch die Politik hat mittlerweile das Potenzial dieser Region als Betriebsansiedlungsgebiet in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Salzburg und zum bayerischen Chemiedreieck erkannt. Die Folge, eine engere Zusammenarbeit zwischen Oberösterreich, Salzburg und Bayern in Sachen Raumordnung. Die ehrgeizigsten Projekte für die nächsten Jahre, die Lokalbahn soll über die bayerische Grenze hinaus bis nach Tittmoning ausgebaut werden, wo sie Anschluss an eine deutsche Hochleistungsstrecke hat. Und über die Salzach soll eine neue Brücke gebaut werden, um Bayern und Oberösterreich noch enger zusammenrücken zu lassen.